pflanz mal die letzten Kürbiskerne an. Kürbiskerne. Vielleicht kann man auch irgendwie aus den bereits von den Kürbissen. Der Regen gießt es. Aus den vorhandenen Kürbiskernen kann man vielleicht auch irgendwann. Sag schon. Hier, Kürbiskernsamen machen. Dass man die mal wieder verwenden kann. Dass man mehr Kürbisse gehen kann. Lass mir ein bisschen Brombeeren. Brombeersaft ist hier. Ja, haben wir genug. Vierer wollen wir im Winter. Da wächst ja hier genügend. So, jetzt können wir mit dem Kollegen hier mal, mit Caleb, mal sein Tricks bringen, sein Salat und sein gesundes Gemüse. Dass der sich mal gesund ernährt. Dass der uns mal weiterhilft bei unserer Mission, bei unserer Haupt-Hauptmission. Das Werkzeug zu verstärken und weiterzukommen. Der Tod entlang geht geradeaus nach Norden. Offene See. Hoch auf die offene See. Na, so offen ist die ja nicht. Da geht es gleich direkt weiter. Vielleicht können wir irgendwann auch in eine andere Richtung, weiter nach Norden fahren. Nochmal nach Osten oder Westen. Momentan sind die Wege versperrt. Müssen wir erst noch in Quelis einiges erkunden. Na komm, hier ordentlich einparken. So. Hops. Ich habe den Salat mitgebracht. Hast du die Karotten, den Salat? Gutes Gemüse für deinen guten Mann. Du redest viel. Meine Großmutter sagte mir, dass ich extravertiert wäre. Also extrovertiert. Du meinst extrovertiert. Nein, das klingt komisch. Danke für das Gemüse. Ich bereite die Lieferung vor. Was für eine Lieferung? Du hast denn das Rezept für ein Werkzeug? Okay. Akzeptieren. Jetzt können wir ein Werkzeug bauen. Hallo. Hallo. Gut, Hops. Mach Hops und jetzt wieder zurück. Jetzt gehen wir mal ein bisschen Werkzeug bauen. Dann können wir die Blume abholen. Dann können wir der Dame mal ein bisschen eine Freude machen und ihr beweisen, dass wir wirklich die Tochter sind. Dann können wir vielleicht auch eine Quest voran. Das ist dem einen Typ müssen wir auch noch vorbei und müssen dem mal für sein Geschäft helfen, aber ja, eins nach dem nächsten. Dann müssen wir jetzt erstmal den Hauptquest erledigen. Die Postkram, die suchen wir auch noch später. Das sehen wir uns auch noch auf. Ja, Nebenquests sind jetzt nicht so wesentlich. Auf der Heimatinsel regnet es. Ja, schnell wieder weg hier. Man muss nicht zu lange aufhalten. Mal schnell guten Tag sagen. Nee, nicht auf dem Boot schlafen. Ist erst 12. Das muss jetzt noch nicht. So, hier mal anlegen. Zack. Alles runter vom Kutter. So, und hier mal hoch. Äpfel. Mal aufpassen, dass nicht auf den Kopf fallen. Den Helm trage ich nicht mit dabei. Vielleicht irgendwann. Aha, du wächst schön weiter. Werkstatt. Metallhacke, was brauchen wir dafür? Metall und Holz. Muss Holz sammeln. Baumfällen gehen. Baumfällen. Steht doch einer. Zack, 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 zack. Wie viel Holz brauchen wir dafür? Für die Axt, für die bessere Hacke. Reicht das hier schon, da müssen wir noch einen fällen. Also behalten wir mal lieber hier, gehen wir mal ein bisschen weiter raus. Das war kein Apfelbaum fällen, müssen wir aufpassen. Den Orangenbaum, den können wir fällen. Können wir irgendwann einen neuen pflanzen. Haben wir denn noch
was im Inventar, ein paar Sachen zum Säen. Ja, hier haben wir noch Pinienkerne. Können wir einen säen. Säen. Mein Pinienkern. Zack. Sehr gut. Das ist wahrscheinlich keiner, der Orangen bringt, aber trotzdem der Natur ein bisschen was zurückbringen, so wie es uns Jaja beigebracht hat. So, sehr gut. Metallhacker akzeptieren. Sehr gut. Dann können wir jetzt Blumen mit abbauen. Mit der Metallhacke. Können wir damit auch jetzt die Steine zerstören? Metallhacker. Ich brauche einen besseren Hammer. Ach so, Hammer ist das. Ja gut, das, den haben wir auch noch nicht. Und die Hacke haben wir jetzt verbessert. Vielleicht können wir damit. Irgendwas muss die doch nützlich sein. Sehr gut. Sauber machen. Können wir es hier Felder frei machen. Sehr gut. Bisschen Feld machen. Da ist noch Stein drum, das ist vorbereiten. Sehr gut. Haben wir gerade nichts zum Sehen, aber können wir neue Felder auch schließen. Das ist sehr gut. Auch hier drüben. Sauber machen. Ist ja großartig. Haben wir mehr Fläche zum Anbauen. So muss das doch. Da brauchen wir Hammer für, ich weiß. So, na toll, das ist doch hier schon. Können wir jetzt noch den Zaun abbauen, das da hinterstellen. Na gut, jetzt wollen wir erstmal Blumen sammeln. Blumen sammeln gehen. Hinten im Schrein war das doch, glaube ich. Pilz. Können wir irgendwann mal Pilze daraus machen. Da vermute ich doch, dass das sein wird. Giftpilz oder was? So vorsichtig sein, bevor wir den verarbeiten. So. Wir sehen. Ja, immer noch. Okay, ist das die Blume, die Madame sehen will? Dann haben wir gleich drei davon. Die es nur auf dieser Insel gibt. Erinnerungen. Andere Blumen haben wir jetzt hier nicht wirklich, oder? Ist eigentlich offensichtlich. Ich denke, das müsste die Blume sein, die wir von der Dame geben können. Der Madame. So, na dann. Einmal noch schlafen gehen. Dann können wir hier aufbrechen. Schlafen. Sehr gut. Naja, morgen. Ich mache eben das Feld gießen. Es hat aufgehört zu regnen. Sehr gut. Nicht übergießen. Ich habe nichts zum Sehen. Okay. Na dann. Brombeere. Immer schön mitnehmen. Und Abzug nach Quelis. Vielleicht kommen wir ja dann hier vorbei. Voran. Vielleicht kommen wir dann mit der Hauptquest weiter voran. Ansonsten müssen wir mal hier den Restaurantbesitzer mal fragen, was der noch so braucht. Da haben wir zumindest eine Mission, den mal zu fragen. Haben wir eine Quest. Just das befiehlt. Ja, Geld haben wir noch nicht genügend. Zurück nach Quelis. 7 Münzen haben wir noch. Haben wir nichts bekommen. Vielleicht können wir was verkaufen. Vielleicht können wir handeln. Und was aus unserem Inventar verkaufen. Ich habe das Gefühl, wir brauchen noch irgendwann Geld. Ja, wir haben halt 50 fürs Bankkonto ausgegeben. Das wir wahrscheinlich niemals brauchen werden.
Pelzabschneider. Erdogan hieß der. Oder so ähnlich. Erdogan oder so. Irgendwas in der Art. Die mal ein bisschen was trinken. Ein Schluck Wasser nehmen. Zwei Schluck Wasser haben wir schon. Können wir das auch mal trinken? Ein Stück Wasser, oder können wir das verkaufen? Inventar. Okay, vielleicht wird das irgendwann mal was wert sein. Wenn es wirklich die Verbrauchsgüter, die wir verkaufen können. Kuhhandeln. So, ich habe was, was ich dir verkaufen will. Kennst du, willst du was von mir haben? Ich habe kein Geld für, für deinen Laden. Du kannst was von mir kaufen. So, hier könnte ich doch theoretisch hoch. Ach was, das geht nicht. Ah doch, das geht. Mal ein bisschen Müll sammeln. Ach ja, die Bewohner hier. Habe ich schon mal was gesagt zu, oder? In dem vergangenen Part. Unordentlich Leute hier. Räumen hier gar nicht auf. Ich nutze die Abkürzung hier. Solange was können. Zack. So, eintreten. Ist das die Blume? Ist dies die Blume, die du wolltest? Oh ja, das ist eine von Hakus Blumen. Siehst du, ich bin ihre Enkelin. Ich bin zwar nicht überzeugt, dass du ihre Enkelin bist, aber du kanntest sie mit Sicherheit. Was kann ich für dich tun, meine Kleine? Lass mich nachdenken. Ich habe meine Insel nie zuvor verlassen. Ich möchte ganz Mara bereisen. Dann wirst du eine Karte brauchen. Es ist lange her, dass ich eine gezeichnet habe, aber ich kann es versuchen. Oh bitte, ich möchte jeden Winkel des Meeres erkunden. Du hast den gleichen Abenteuergeist wie Haku. Nein, ja. Sie hat mich nie reisen lassen. Du warst jung und sie hat sich um dich gekümmert. Ich brauche etwas Papier und Tinte, meine Karte anzufertigen. Ich habe nicht mehr genug. In dem großen Anwesen aus Wangermauer, dort drüben, wohnt ein Antiquar. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde mit ihm reden. Ja, Spume. Geh zum großen Anwesen auf der nördlichen Seite von Quelis. Oh, das sieht auch interessant aus. Da müssen wir jetzt auch noch reinkommen. Es ist auch noch ein Weg finden, wie wir da reinkommen. Das große Anwesen. Wahrscheinlich nicht dies hier, sondern das andere. Hier können wir wahrscheinlich über den Zaun springen. Können wir auch mal versuchen hier, ob das möglich ist. Unsichtbare Wand. Ja, dachte ich mir. Hier kommen wir nicht rein. Ich bin im Haus meiner Eltern und bald wieder da. Tut mir leid für die Umstände. Oh, sie ist nicht da. Okay, nach ihr suchen wir auch nicht. Wir waren hier in das große Anwesen hier. Oh, die Tür ist offen, oder was? Ist ja großartig. Häschen. Na, dann reden wir mal mit dem Archivar. Nicht durch die Blumen trampeln. Ist unhöflich. Okay, wollt ihr die Statuentexte lesen? Na, dann mal rein hier. Eintreten. Wer ist du? Ich bin Kua. Ich kenne keine Kua. Ich bin Aquila. Ein Adeliger der Elite. Wie schickt dich? Sei mir die Dame des Leuchtturms. Sie braucht etwas Papier. Perfekt. Da bist du bei mir genau richtig. Aber alles hat seinen Preis, kleines Wesen. Hast du genug Geld? Besorge dir ein paar Münzen und Papier für Aquila, den Elite zu kaufen. Da habe ich leider nicht genug. Hallo, Kua. Hallo, wie geht es mit deinem Tagebuch voran? Darüber wollte ich mit dir reden. Laut meinem Tagebuch ist der Mann im Anwesen eine zwielichtige Branche. Sei vorsichtig. Ja sicher, die Sache ist nur, ich brauche Papier und das ist teuer. Ich werde dir helfen. Wirklich? Natürlich. Ich bin dein Mentor. Hast du das vergessen? Ein guter Abenteurer sollte wissen, wie man sein eigenes Papier herstellt. Toll, und wirst du mir verraten, wie? Du musst diesen Baum anpflanzen und sein Harz ernten. Dann musst du nur das Rezept befolgen.
Ich habe es schon vor Jahren in mein Tagebuch aufgeschrieben. Verrät das Rezept auch jemand Tinte herstellt? Nein. Ach, wie schade. Aber ich kenne jemanden, der dir dabei helfen kann. Wer? Edgar, der Bankier. Oh, dieser Langweiler, das ist Salz im Schneider. Mit dem komme ich nicht gut klar. Das ist verständlich. Aber ich bin mir sicher, dass du ihn für dich begeistern kannst. Großartig. Zuerst sollte ich das Papier erstellen, die Tintur ich dann danach. Kienenkern. Was du nicht sagst. Stelle Papier mit Hilfe von Onzos Rezept. Okay, Pinienkerne sollte man genug dabei haben. Ach, da steht der alte Kollege hier. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Das Geld haben wir jetzt nicht gekriegt. Ich hätte das Geld trotzdem genommen. Das hätte ich schon. So ein bisschen Blumen mitnehmen. Für den Reich mal ein bisschen klauen. Können wir auch die Hecke zerstören? Schade, können wir nicht. Der Wucherer hier. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal auf die Insel. Blaues Eichhörnchen. Müssen wir auf die Insel und mal irgendwie, ja, zumindest müssen wir Papier anfertigen. Das können wir nur auf der Insel in unserer Werkstatt. Ansonsten, ja, haben wir ja schon genug von den. Ansonsten haben wir schon genug von den Samen hier, von den. Da war eigentlich schon genug von gepflanzt. Ist nichts Neues für mich. Pinienkerne. Ja, das ist nichts Neues, haben wir eigentlich schon. Wenn das ausreicht, die anzupflanzen, dann kann man eigentlich direkt loslegen mit dem Papier herstellen. Der Papierherstellung. Und direkt mit der Druckvorstufe weitergehen. Weiterlegen. Ups, ups. Na komm. Kommst du da nicht entlang oder was? Ach du Schande. So. Hier im Hops zum Boot rüber, zum Kutter. Falscher Kutter. Das ist unser. Können wir den noch füttern? Den frischen Mülleimer. Können wir nicht. Wir haben hier noch Müll. Können wir den jetzt abgeben? Recycling. Sehr gut. So, tops. Und weiter geht's. Zurück zur Insel. Und auf volle Fahrt voraus. Na denn. Werden wir wohl hier Papier herstellen. Ich schaue gerade auf die Uhr. Kann das sein? Kann das? Ist das möglich? Soll hier eine Stunde schon aufnehmen? Dass wir die Stunde gleich fertig haben. Was ist jetzt hier wieder? Das ist die Sache mit der Zeit. Habe ich wieder Zeit vor Plempert, das ist hier wieder. Ist doch schön, wie ich in das Spiel hier versenke. Wie die Zeit hier vergeht. So. Die können wir nicht ernten. Okay, schauen wir uns doch mal das Rezept an. Papier, können wir schon Herz herstellen. Herz brauchen wir dafür. Eins Papier. Jetzt habe ich das Papier. Jetzt muss ich mit Edgar sprechen und Tinte besorgen. Ich habe keine Lust, aber die Bank ist nun mal der einzige Ort, an dem es Tintenfässer gibt. Sprich mit Edgar, dem Bankier, um die Tinte zu besorgen. Okay, das ging schnell mit dem Papier. Herz braucht man dafür. Soll ich immer schnell. Fahren wir halt wieder zurück. Das ging ja ruckzuck. So, hier mal ganz elegant umdrehen. Ich sagte ganz elegant. Und weiter geht's. Zurück
Ich noch Pelis. Auf. Jo. Da wären wir. Ist das ein Wal da oben auf dem Schiff? Auf dem Marktschiff dort. So, dann auf zur. Ne, nicht zum Turm, sondern zum. Zum Halsabschneider hier. Tinte müssen wir uns holen. Oh, das war ein schöner Lichtreflex. Gar nicht schlecht. Hübsch animiert. So. Hier mal eben. Geschlossen. Nur geöffnet zwischen 9 und 15 Uhr. Ach, Arbeitszeiten hat der auch noch. Das ist was. Müssen wir aber hier erstmal schlafen gehen. Auf dem Kutter. Ein Vorderbankier. 15 Uhr macht er schon Feierabend. Er ist ja wirklich die verdammten Kapitalisten. Hops und hops. Schon Nacht. Lass ich hier mal. Einmal schlafen, bitte. Und dann geht's jetzt mal auf. Jetzt wird doch wohl offen haben. Na dann. Mal ein bisschen Tempo hier. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe den Part wahrscheinlich schon überzogen hier. Ja, müssen wir gucken, wenn ich jetzt eine Stunde aufgenommen habe. Kann man das aufteilen? Ja, zu lang sollen die Parts dann aber auch nicht werden. Die sind jetzt schon regelmäßig. 33 Minuten lang. Ja, das ist dann. Ja. Ich weiß nicht. Herr Degan, wie kann es nur sein, dass die ärmste Person der Insel immer zu mir kommt? Ich bin arm. Warte, meine Berechnung, ja. Ich brauche Tinte, um eine Karte zu zeichnen. Meine Ehren. Bitte, Herr Degan, kannst du mir bitte Tinte geben, damit ich eine Karte zeichnen kann? Bitte. Nein. Aber ich habe doch ganz höflich gefragt. Ja gut, ich gebe dir aber nichts kostenlos. Nur ein fairer Tausch ist ein guter Tausch. Das weißt du doch wirklich, oder? Ich glaube nicht, dass ein Tausch so funktioniert. Hör zu, wenn du mir einen Gefallen tust, gebe ich dir die Tinte in Ordnung. Ja. Bitte rede mit den Frauen am Markt. Sie schulden mir Geld für ein paar Aufträge. Nichts, was du begreifen würdest. Frage sie einfach nach meinem Geld. Das ist alles. Warum fragst du sie nicht selbst, Herr Edegan? Ich bin sehr beschäftigt. Verstehst du? Ich glaube ja. Bitte die Frauen auf dem Markt ihre Schulden bei Edegan zu begleichen. Natürlich, jetzt werden wir noch Schuldeneintreiber hier. Jetzt werden wir als Schuldeneintreiber für den missbraucht. Das kleine Kind hier schon für dich. Das ist ja. Der Rambelfatzen. Hallo, Entschuldigung. Hallo, mein Kind, was möchtest du? Herr Edegan hat mir erzählt, dass ihr ihm Geld schuldet. Was für ein Feigling. Schickt einfach ein Kind für seine dubiosen Geschäfte. Sag ihm, wir haben sein Geld nicht. Wenn er es will, soll er selbst kommen. Er bringt Schande über alle Curious. Und was soll ich jetzt machen? Hör zu, wir kaufen und verkaufen. Bring uns von allem ein wenig. Je umfassender, desto besser. Mit dem Geld, das du durch die Verkäufe an uns verdienst, wirst du gewiss unsere Schulden bezahlen können. Aber verdiene das Geld, kehre zur Bank zurück und bezahle die Schulden der Marktfrauen. Na, hör mal, jetzt hört sich's aber auf. Jetzt soll ich noch, jetzt soll das kleine Mädchen noch das.
Jetzt hat sich aber hier aus. Jetzt soll ich die Schulden für die faulen Säcke hier bezahlen. Schluss mit lustig. Das ist jetzt im Ernst jetzt. Hier habe ich das wirklich jetzt Quest jetzt hier. Ich glaube, das nimmt die Animal Crossing Charaktere an. Animal Crossing Ausmaße. Du ziehst auf die Insel ein. Herzlichen Glückwunsch, du hast so und so viele Schulden. Postkram. Verdiene das Geld, kehre zur Bank zurück und bezahle die Schulden der Marktfrauen. Ah, sicher. Wie sagt man? Was? Kein Spielchen mit uns. Sag bitte uns danke. Ich danke dir. Und jetzt bring ihm das Kartenspiel. In Ordnung. Werden hier wirklich von allen Seiten ausgenutzt. Bringen das Kartenspiel zu Nuhu. Das ist hier wirklich. Können wir was verkaufen? Meine Fresse. Das kleine elfjährige Mädchen hier. Von den scheiß Kapitalisten hier ausgenutzt. Also zu Kur muss ich. Eigentlich Kur bin ich selbst. Zu den Kollegen hier. Ist auch ein Spezialist. Oh, ich wollte langsam aufhören. Ich mache jetzt hier noch weiter. Ich nehme mal weiter auf. Nuhu, ich habe hier was für dich. Zeig mir, was du hast. Es ist von den Marktfrauen. Aber sie sind so gemein. Stimmt etwas nicht? Es ist ein Kartenspiel. Sie machen sich über mich lustig. Was meinst du damit? Als ich jung war, war ich ein wirklich guter Kartenspieler. Verstehst du? Niemand war besser als ich. Bis diese Damen hier auf der Insel auftauchten. Verflucht sollen sie sein. Sie spielen wie die Teufel. Sie haben mich komplett ausgenommen und jetzt machen sie sich bei jeder Gelegenheit darüber lustig. Ich verstehe. Wir sollten es ihnen heimzahlen. Sie werden schon sehen. Hier, dann gibst du mir ein Ei. Halte dich einfach an das Rezept, das ich dir gleich gebe. Sie werden ihr blaues Wunder erleben. Kartenspiel Ei. Pilzsuppe. Hab ich's gesagt? Bringen die Pilzsuppe zu Penny, Milly und Timmy. Jetzt können wir es denen heimzahlen, dass die uns ausnutzen. Muss wahrscheinlich erstmal herstellen. Was? Auf den Kutter. Ach, was? Verdammt. Ja gut, ich würde den Part trotzdem erstmal beenden. Die Aufnahme. Man hat keine Aufnahmenpause. Mal schauen, wie ich das jetzt zusammenschneide. Schauen wir mal, wie viele Parts daraus jetzt werden. Na dann, wenn mich nach oben so ziemlich gefallen haben, lasst aber da eine neue Seite und man sieht sich. Haut rein, ciao.